Ach ja, Leute, so eine Sommerpause, die ist immer schön entspannend, aber gegen Ende hin wird es dann auch ein bisschen öde, würde ich sagen. Also umso schöner, dass heute wieder Action ist hier am Bruchweg. Trainingsauftakt, der erste Termin der Saison. Wir haben Zuschauer da, die Jungs machen sich warm und sind frisch und motiviert aus der Sommerpause zurückgekommen. Die einzigen, die noch im Urlaub weilen, das sind unsere Nationalspieler. Die werden am 10.7. wiederkommen. Also werden wir heute den Augenmerk besonders auf unsere Neuzugänge legen. Die sehen wir heute nämlich das erste Mal in Action. Und später, da reden wir auch noch mit unserem Cheftrainer Bo Svensson. Aber jetzt rein in die Action. Servus. Es macht Spaß, wieder hier zu sein und möchte wieder die Dinge halt angehen und haben den ersten Schritt heute gemacht, den ersten von vielen. Der Ball ist nicht ihr allerbester Freund nach so 5 Wochen, aber der Lust und die Tatendrang, wieder alles perfekt zu machen, ist schon da, aber es funktioniert nicht alles. Zum Reinkommen, viele Ballkontakte, wie gesagt, einfach und nochmal den Ball zu spüren und die Füße zu finden. Wir haben natürlich ein paar Spiele abgegeben, ein paar neue dazugekommen, wollen halt eine Mannschaft wieder formen. Und das fängt jetzt schon an, ja, dass man die neuen Spieler besser kennenlernen und neue Dynamik, neue Hierarchien dann aufbauen. Und da muss man nicht nur Zeit hier investieren auf dem Platz, muss man auch daneben. Und das ist immer eine spannende Geschichte für einen Trainer. Wir freuen uns immer, unsere Fans zu sehen. Ich habe gerade auch hier gedacht, mal daran gedacht, wenn wir mit Bus da hinfahren zum Stadion, wo die uns alle begrüßen. Und das ganze Gefühl im Stadion bei uns ist schon ein Reiz, nochmal die Dinge so gut machen wie überhaupt möglich, dass wir gemeinsam auch einige geile Erlebnisse dann auch nächstes Jahr haben werden. Also echt wieder was los hier am Bruchweg und die nächsten Wochen, die werden auch richtig spannend. Am Samstag geht's schon zum ersten Testspiel und zwar nach Geisenheim. Da spielen wir gegen den ersten FC Kiedrich. Der hat dieses Spiel nämlich im Rahmen der Clubpartnerschaften gewonnen und der Eintritt, der ist frei. Das heißt, wenn ihr am Samstag noch nichts vorhabt, dann tragt euch das gerne ein. Ansonsten halten wir euch natürlich auf YouTube wie immer mit auf dem Laufenden. Also gerne die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns.